kurz auf den roten Knopf, zweimal gedrückt und ich möchte lesen, EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Und ich habe mir vorgenommen, das heute zweimal eine Dreiviertelstunde zu tun. Und in drittens, die Geschäftsführerfälle, bin ich angekommen in Lektion 14, sonstige Steuern. Und auf der Uhr stehen noch 26 Minuten. So, ich guck mal gerade. Die geht von 129 bis 134, das sind 5 Seiten. Und dann geht es weiter mit sonstigen Betriebsausgaben. Und dann ist auch der dritte Teil, die Geschäftsvorfälle, der längste Teil beendet. Dann kommen viertens Besonderheiten der EÜR und fünftens Analyse und Ausblick. Da gibt es noch ein Register Anlage, EÜR Abkürzung und ein Sachregister in dem Buch. So. Sonstige Steuern. Für den Einnahmeüberschussrechner als natürliche Person gibt es 3 relevante Steuerarten. Die Einkommensteuer, private Ausgabe nicht abziehbar. Die Gewerbesteuer, Betriebsausgabe aber nicht abziehbar. Die Umsatzsteuer als Einnahmeausgabe anzusetzen und zu versteuern. Darüber hinaus existieren noch weitere Steuerarten, die betrieblich bedingt sein können und die die Autoren Ihnen kurz vorstellen möchten. Darüber hinaus existieren noch weitere Steuerarten, die betrieblich bedingt sein können und die die Autoren Ihnen kurz vorstellen möchten. Es geht los mit die Grundsteuer. Mit der Grundsteuer wird der Besitz von Immobilien bzw. Grundstücken besteuert. Die Festsetzung und Erhebung erfolgt durch die jeweiligen Gemeinden. Aus diesem Grund existieren auch unterschiedliche Belastungen mit der Grundsteuer, je nachdem, in welcher Gemeinde der Grundbesitz liegt. Vor Erhebung der Grundsteuer wird der Grundbesitz bewertet. Die Grundbesitzbewertung ist der Einheitswert, in Klammern. Siehe Lektion 4, Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer, Klammer zu, und erfolgt durch das Finanzamt, in dessen Bereich sich das zu bewertende Grundstück befindet. Der Einheitswert wird mit der Steuermesszahl, in Klammern analog zur Gewerbesteuer, Klammer zu, multipliziert. Zum Beispiel 3,5 Promille bei Geschäftsgrundstücken, Klammer zu. Das stand in Klammern zum Beispiel, bla bla bla. Der so ermittelte Wert, in Klammern Steuermessbetrag, Klammer zu, wird der Gemeinde übermittelt. Diese hat einen individuellen Hebesatz, in Klammern Prozentsatz, Klammer zu, festgelegt, mit der Steuermessbetrag multipliziert wird. Das Ergebnis ist die zu zahlende Grundsteuer. Die Zahlung erfolgt quartalsweise jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des Jahres. Boah. Das mit den Klammern ist auch schwierig hier. Zumindest für mich beim Lesen. Wenn hier mal wieder eine Klammer zugeht, so. Keine offene Klammer da war. Steuerschuldner der Grundsteuer ist der Eigentümer bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, der Nutzer. Steuerschuldner der Grundstücke ist der Eigentümer bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, der Nutzer, in Klammern Pächter oder Eigentümer, Klammer zu. Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse auf den 1.1. des Jahres. Das heißt, wer am 1. Januar Eigentümer oder Nutzer war, zahlt bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken die Steuer.
So. Fall 73, Steuerpflicht in der Grundsteuer. Herr K. veräußert mit Wirkung zum 3.01.01 ein Grundstück mit Gutshof an Rechtsanwalt R. Wer ist Schuldner der Grundsteuer für das Jahr 01? Steuerschuldner für das Jahr 01 ist Herr K., weil er zum 01.01. des Jahres noch Eigentümer des Grundstücks war. Im Regelfall erfolgt im Rahmen des notariellen Kaufvertrages die Verpflichtung des Käufers, dass er ab Eigentumsübergang die anfallende Grundsteuer bezahlt. Bei Eigentümerwechsel wird ein neuer Einheitswertbescheid erlassen. Dieser ist in der Regel in der Höhe identisch mit dem vorhergehenden Bescheid. Nur das Grundstück wird dem neuen Eigentümer zugeordnet. Leitsatz 23, die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer, die den Grundbesitz versteuert. Maßgebend sind die Besitzverhältnisse zum 01.01. eines Jahres. Die Bewertung erfolgt durch den Einheitswert, der mit der Grundsteuermesszahl, Klammer auf, Höhe abhängig von der Art des Grundstückes, Klammer zu, multipliziert wird. Der so ermittelte Steuermessbetrag wird mit dem individuellen Hebesatz, in Klammern Prozentsatz, der Gemeinde multipliziert. Das Ergebnis ist die festzusetzende Grundsteuer. Die Zahlungen erfolgen vierteljährlich. Wird das Grundstück betrieblich genutzt, ist die gezahlte Grundsteuer als Betriebsausgabe abziehbar. Es geht weiter mit Kfz-Steuer. Die Kraftfahrzeugsteuer wird im Kraftfahrzeugsteuergesetz geregelt. Die Erhebung der Steuern ist Ländersache. Es handelt sich also um eine Ländersteuer. Besteuert werden Fahrzeuge, die eine amtliche Zulassung zum Straßenverkehr besitzen. Grundsätzlich gilt: Die Höhe der Steuer richtet sich nach den sogenannten Abgasnormen. Dieselfahrzeuge werden aufgrund des stärkeren Emissionsausstoßes mit höheren Steuern belastet. Dieselfahrzeuge werden aufgrund des stärkeren Emissionsausstoßes mit höheren Steuern belastet. Steuervergünstigungen bzw. Steuerbefreiungen existieren zum Beispiel für Menschen, die in ihrer körperlichen Mobilität eingeschränkt sind, jeweils in Abhängigkeit von dem Grad des Handicaps. Weitere Ausnahmen bestehen für Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Wegbaudienste. Zudem können unter bestimmten Voraussetzungen land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit werden. Umfangreiche Befreiungs- bzw. Begünstigungsvorschriften bestehen darüber hinaus für die sogenannten E-Autos. Die Kfz-Steuer für ein betrieblich genutztes Fahrzeug ist als Betriebsausgabe abziehbar und Bestandteil der Fahrzeugkosten. Die Lohnsteuer. So. Das schaffe ich heute vielleicht sogar. So. Die Lohnsteuer. Die Lohnsteuer ist eine spezielle Vorauszahlung zur Einkommensteuer für natürliche Personen. Wie der Name bereits sagt, wird die Lohnsteuer vom gezahlten Lohn einbehalten. Der Einbehalt erfolgt im Rahmen der monatlichen Lohnabrechnungen.
Die einbehaltene Steuer wird durch den Unternehmer treuhänderisch für den die Arbeitnehmer an das Finanzamt der Gesellschaft abgeführt. Zum Jahresende oder beim Austritt aus der Gesellschaft wird dem Arbeitnehmer neben dem gezahlten Lohn auch die Höhe der gezahlten Lohnsteuer bescheinigt. Gleichzeitig werden diese Werte an das für die Besteuerung des Arbeitnehmers zuständige Finanzamt elektronisch übermittelt. Neben der Lohnsteuer wird der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sowie eventuell die Kirchensteuer in Klammer bei Kirchenzugehörigkeit einbehalten und abgeführt. Je nach Höhe der monatlich abzuführenden Lohnsteuer erfolgt die Lohnsteueranmeldung durch den Unternehmer jährlich, in Klammern unter 1.000 Euro pro Jahr, vierteljährlich bis zu 1.000 Euro im Vierteljahr und monatlich mehr als 334 Euro im Monat. Die Lohnsteueranmeldung muss am 10. Tag des Folgemonats dem Finanzamt übermittelt werden. Die Werte für den Monat Januar müssen also bis zum 10. Februar, die für den 10. Februar bis zum 10. März und so weiter gemeldet werden. Ebenfalls bis zum 10. des Folgemonats ist die Lohnsteuer zu bezahlen. Die Lohnsteuer ist eine Betriebsausgabe und Bestandteil der Personalkosten. Die Lohnsteuer belastet die Arbeitnehmer des Unternehmens und nicht den Unternehmer selbst. Steuertipp. Liegt die Fälligkeit des Gehaltes der Löhne betriebsbedingt am Monatsanfang, ist die Lohnsteuer erst im Folgemonat abzuführen. Beispiel: Die Lohnzahlungen sind zum 4. des Monats fällig. Die Löhne für Februar werden also zum 4.3. ausgezahlt. Die entsprechende Lohnsteuer für Februar muss erst zum 10.4. bezahlt werden. Jetzt kommt die pauschalierte Lohnsteuer. So. Die pauschalierte Lohnsteuer. Neben der Lohnsteuer, die individuell für die Arbeitnehmer berechnet wird und als Vorauszahlung zur Einkommensteuer der Arbeitnehmer dient, existieren auch noch pauschale Lohnsteuersätze. Die pauschalierte Lohnsteuer, ich lese das nochmal. Neben der Lohnsteuer, die individuell für die Arbeitnehmer berechnet wird und als Vorauszahlung zur Einkommensteuer der Arbeitnehmer dient, existieren auch noch pauschale Lohnsteuersätze. Die Lohnsteuer kann für bestimmte Arbeitgeberleistungen pauschaliert werden. Der Vorteil dabei ist, dass mit Zahlung der pauschalen Lohnsteuer die Besteuerung abgeschlossen ist. Der zugeflossene Vorteil muss nicht noch einmal im Rahmen der Einkommensteuererklärung der Arbeitnehmer versteuert werden. In der Regel fallen für diese Zuwendungen auch keine Sozialabgaben mehr an. Krankenversicherung, Und jetzt Beispiele für pauschalisierte Leistungen. Die Bezeichnung der Steuersatz und die Anwendung. Bezeichnung, Sachzuwendung, Geschenke größer 40 Euro, Steuersatz 30%. Zuwendung am Arbeitnehmer oder Geschäftspartner bis zu 10.000 Euro pro Jahr und Person. Das Wahlrecht muss einheitlich ausgeübt werden. Bezeichnung Erholungshilfen, Steuersatz 25%, Anwendung 156 Euro für Arbeitnehmer, 104 Euro für Ehegatten, 52 Euro für jedes Kind. Fahr doch mal in Kur. So.
Bezeichnungen: Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte, Steuersatz 15%, Anwendung maximal 30 Euro Cent je Entfernungskilometer pro Tag. Leitsatz 24, die Lohnsteuer. Die Lohnsteuer für die Arbeitnehmer des Unternehmens ist eine Vorauszahlung zur Einkommensteuer. Es ist möglich, bestimmte Arbeitgeberleistungen zu pauschalieren. Das bedeutet, für bestimmte steuerliche Leistungen wird durch den Arbeitgeber eine pauschale Steuer berechnet und ebenfalls an das Finanzamt abgeführt. Mit Zahlung der pauschalen Steuer erfolgt keine Besteuerung beim Arbeitnehmer mehr. Auf die Zuwendungen fallen ebenfalls keine Sozialabgaben mehr an. Die gezahlte Lohnsteuer ist eine Betriebsausgabe für den Unternehmer. Die Kapitalertragssteuer bzw. die Zinsabschlagsteuer, so, das ist die nächste Steuerart. Unter sonstige Steuern, Lektion 14, die Kapitalertragssteuer bzw. Zinsabschlagsteuer. Die Kapitalertragssteuer ist eine Ertragssteuer, die an der Quelle bei Auszahlungen von Kapitalerträgen einbehalten wird. An der Quelle bedeutet, dass die auszahlende Gesellschaft, in Klammern Aktiengesellschaft, bei Dividenden, Banken, bei Zinserträgen, Klammer zu, die Steuer einbehalten und direkt an das für die eigene Besteuerung zuständige Finanzamt abführen muss. Fall 74, die zu geringe Dividende. Rechtsanwalt R., der nicht kirchensteuerpflichtig ist, erhielt im Jahr 01 von der Rhino Software GmbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5.000 Euro. Auf seinem Bankkonto wurde ihm jedoch nur 3.681,25 Euro gutgeschrieben. Bevor er bei der Gesellschaft anruft, um sich zu beschweren, fragt er sie lieber um Rat. Die Gesellschaft hat ihre steuerlichen Pflichten erfüllt und von der Gewinnausschüttung vorab die Kapitalertragssteuer 25% von 5.000 Euro gleich 1.250 Euro, Klammer zu, und den darauf anfallenden Solidaritätszuschlag in Klammern 5,5% von 1.250 Euro gleich 68,75 Euro, Klammer zu, einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Die Auszahlung der Nettodividende in Höhe von 3.681,25 Euro ist also korrekt. Fall 75. Die steuerliche Behandlung der Dividendenzahlung. Was muss Rechtsanwalt R jetzt berücksichtigen? Rechtsanwalt R muss die 5.000 Euro als betriebliche Einnahme berücksichtigen, wovon allerdings 40% steuerfrei gestellt sind. In Klammern Teileinkünfteverfahren. Über die gezahlte Steuer muss ihm eine Steuerbescheinigung ausgehändigt werden. Die Steuerbescheinigung ist ein amtliches Formular, in dem die Höhe der einbehaltenen Steuer, der Tag der Zahlung sowie das beschenkte Finanzamt aufgeführt werden. Die gezahlte Kapitalertragssteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer und wird im Rahmen der Einkommensteuererklärung auf die Steuerschuld angerechnet. Für die Anrechnung muss er zwingend die Originalsteuerbescheinigung zusammen mit der Gewinnermittlung beim Finanzamt einreichen. So. Das war in drittens die Geschäftsvorfälle Lektion 14, sonstige Steuern. Es ging um die Grundsteuer, die Kfz-Steuer, die Lohnsteuer, die pauschalierte Lohnsteuer und die Kapitalertragssteuer bzw. die Zinsabschlagssteuer. Ich habe noch 6 Minuten auf der Uhr und deshalb stelle ich jetzt einfach mal
den Rest von drittens die Geschäftsvorfälle vor. Das ist sonstige Betriebsausgaben. Das geht von 135 bis 145, glaube ich. Gucken wir gerade nach. Das ist richtig. Und da geht es um Betriebsausgaben. Das geht los mit dem Fall 76, ein Sommelsorium an Ausgaben. Da werden die aufgelistet und da wird gesagt, wie man damit umgehen kann. Dann geht es um Einkauf von Waren und Material, Gutschriften. Der Fall 77 heißt die Inventur bei Tante Emma. Dann gibt es einen Steuertipp. Und da geht es um Zahlungszeitpunkte, Leitsatz 25, der Warenbestand, Wirtschaftsgüter, Bezugskosten und Gutschriften sind die Schlagwörter, die da fett gedruckt sind. Es werden die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer und für angemietete Büroräume thematisiert. Der Fall 78 heißt das häusliche Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer stellt den Mittelpunkt der beruflichen bzw. betrieblichen Tätigkeit dar. Es handelt sich um einen in sich geschlossenen Raum, in Klammern kein offenes Studio, kein Durchgangszimmer. Außer ein Durchgangszimmer zu Schlafräumen. Der Raum ist entsprechend einem Arbeitszimmer eingerichtet, kein Fernseher, keine Schlafcouch. Es stehen mindestens so viele Wohnräume zusätzlich zur Verfügung, wie Personen im Haushalt leben. Also bei einer dreiköpfigen Familie mindestens 4 Räume. So, dann gibt es wieder einen Steuertipp, noch mehr Steuertipps. Da geht es um Kosten für Arbeitsmittel. Ich bin hier mit einer Person in der Wohnung und es ist eine Dreizimmerwohnung, Schlafzimmer, Wohnzimmer und hier dieses Zimmer und ich könnte das wahrscheinlich, weil es 2 zusätzliche Räume gibt, als Arbeitszimmer ansetzen. Das Problem ist, ich zeichne hier auf und mein Lebensmittelpunkt ist am Pfaffenberg und ich habe auch schon die Küche und das Wohnzimmer zum Aufzeichnen benutzt. Wahrscheinlich kann ich das hier komplett steuerlich absetzen. So. Ich erziele nur keine Einnahmen über den YouTube-Kanal. So. Und dann geht es um die sonstigen Betriebsausgaben, Personalkosten und Pauschalversteuerung nach Beschluss 37b des Einkommensteuergesetzes. Leitsatz 26 ist zu den Personalkosten. Ich mache mal gerade hier mein Zeichen, dass ich weiß, wie es weitergeht. So. Dann gibt es die Betriebsausgabenpauschalen. Der Fall ist 79, betrifft einen Schriftsteller. Dann gibt es hier verschiedene Berufsgruppen, die aufgeführt werden. Kann ich dann vorlesen. Leitsatz 27 betrifft die Betriebsausgabenpauschale und dann gibt es das Betriebsausgaben-ABC. Das ist wirklich in alphabetischer Reihenfolge und ist ein bisschen länger. Und dann kommt es als letztes zu Geschäftsvorfällen ohne Auswirkungen im Rahmen der IÜR. Und das sind Aufwendungen für private Lebensführungen, Darlehen, der Diebstahl von Waren. Da die Anschaffungskosten der Waren bereits bei Anschaffung als Betriebsausgabe den Gewinn gemindert haben, das ist das Umlaufvermögen, die Einlage und Entnahme von Bargeld, da gibt es allerdings eine Aufzeichnungspflicht zu,
entstehen Ausfall einer betrieblichen Forderung Verbindlichkeit. Man bilanziert immer erst, wenn die Verbindlichkeit beglichen worden ist. Erstattungsleistungen privater Versicherungen, zum Beispiel Krankenversicherung. Geldeingang nach Überweisung vom Privat auf das Geschäftskonto. Das sind Geldeinlagen, Mieteinnahmen aus der Vermietung von Gütern, die nicht zum Betrieb, sondern zum Privatvermögen gehören. Strafzettel und Bußgelder, Zinserträge aus privaten Finanzanlagen. So. So. Die Uhr klingelt. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe noch eine zweite Dreiviertelstunde vor mir, denn ich will das Buch fertig lesen. So. Und ehrlich gesagt, ich kriege bei dem ganzen Thema Herzklopfen und Bluthochdruck. Ich bin auch so ein bisschen leicht rot geworden. So, ich gehe jetzt erstmal ins Wohnzimmer singen. So.